Hallo, ihr liebe Leid. Hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Der Speicherpunkt hat mich wieder in Lost Lake rausgeworfen, sodass ich hier nochmal die ganze Sache mit Boozer und Pipapo nachholen musste. Und ja, ich würde sagen, ihr liebe Leid, fangen wir doch direkt hier mal wieder an. Ich bin jetzt nur nochmal hierher gefahren, habe das Bike repariert und bin etwa an den Standpunkt gekommen, wo wir in der letzten Episode waren. So, dann müssen wir jetzt zu dem Farmhäusl hier gehen. Warte mal, wo war denn das? Jo, genau, das war hier in der nördlichen Richtung. Dann schauen wir mal, dass wir das jetzt nochmal hinkriegen heute. So, also wenn ihr mich nicht exakt an dem Speicherpunkt rauswirft, dann versuche ich es immer für euch so gut wie möglich zu rekonstruieren, dass ihr nichts verpasst. Ihr habt auch keine optionale Gespräche und so weiter und so fort verpasst. Ist soweit alles ganz cool. Okay, hier am Galge vorbei und direkt ins Bursche, bist Farmhausgelände. du da? Bushman! Wo zum Okay. Teufel bist du, Bushman? Irgendwas sagt mir, dass das hier ziemlich hässlich wird und ich mein Bike möglicherweise in die Es gibt Fahrtrichtung hier gesagt, wieder er hat abstellen eine sollte. Flasche Whisky. Okay. Wo würde er wohl eine Flasche Whisky trinken? Beim Kadaver? Mit dem In einem dieser Schwärmerohr? Farmhäuser? Okay, Präzisionsgewehrmuni und Sturmgewehrmuni, ja klar, nehme ich. Nachladen muss ich hier nicht. Und das ist, glaube ich, auch voll aufgeladen, oder? Jo. Okay. Das hier nochmal Arena-Kampf oder was kommt? Warte mal, da ist doch ein Verband. Verwenden wir und sacken wir gleich wieder Ei. Wenn wir noch ein bisschen verletzt sind, muss man das ja auch ausnutzen, ne? So, jetzt gucken wir mal nach unserem vollgesoffenen Kumpel. Das andere Haus, das könnte, was weiß ich was sei. Das sieht mir jetzt eher so noch Iron Mikes eigentlichem Wohnsitz aus. Wenn es halt hieß, ja, das alte Farmhaus. Also das könnte tatsächlich Iron Mikes eigentlicher Wohnsitz gewesen sei früher. Okay, da liegt noch ein Medikit rum. All die Mähmaschinen oder ähnliches, ein Ernter, Vollernter möglicherweise. Gut, unser ganzes Gedöns ist voll aufgemotzt. Diverse Silos. Ja, Munition liegt hier überall rum. Ich habe das Gefühl, das wird zu einer Arena hier, das Gebiet, ihr liebe Leid. Ah, noch ein Radlader. Die sind ach geil, die Dinger. Darf man übrigens auch ohne Führerschein fahren, so Radlader. Im Vergleich zum Bagger. Von Bagger braucht man mittlerweile einen Baggerführerschein. Aber Radlader geht tatsächlich ohne. Da muss man nur eine A-Weisung Das muss es haben. dann wohl sein. Und es erinnert einfach auch wieder so vom Feeling her ein bisschen an The Last of Us. So ging es mir ja schon bei dem alten Farmhaus. Wenn man bei The Last of Us dann immer so sieht, wie verlassen und verranzt und völlig verwahrlost die Gegend aussieht. Das ist schon geil. Sowas mag ich. Ich mag hier generell auch Lost Places und die Usa, bist du Verfallästhetik hier von drin? Lost Places. Das sieht wie ein lesenswertes Buch aus. Eine Whiskyflasche leer. Moment mal. Ein Sixpack. Was sind das für Geräusche? Ich mag hier keine Überraschungen von außerhalb, wenn möglich. Deswegen machen wir hier die der zu. Das klingt mal nämlich, als wären hier Infizierte. Deswegen Taschenlampe aus. Ich habe keinen Bock hier von einem Krabbler oder Schwärmer oder möglicherweise noch von einem Brecher attackiert zu werden. Deswegen schleichen wir ab jetzt. Ja, das klingt mal sehr eindeutig nach Das Infizierte. Klo, was zum Teufel? Oh, Scheiße, Usman. Oh. Wurde da ordentlich einer abgepetzt oder was? Naja, muss auch mal sein. Und so viele Ortschaften in der Postapokalypse, wo man mal in Ruhe eine Abseile kann, gibt's auch nicht mehr. Aber ja, das Nein, nein, klingt. ich muss wieder zurück. Ah, da ist noch ein Wecker, den ich noch einsacken kann. Was Und dass ist hier das? überall Munition rumliegt, sagt man auch nicht gerade so zu derzeit. Warte mal. Offensichtlich sind aber die Sache draußen gerade, an die ich dran muss. Ja. Okay, Boozer ist rausgestolpert. Na gut, ich wollte noch nicht im Farmhaus attackiert werden.
Das ist die reizende Dame mit den Geräuschen. Oh oh. Arena. Nur mal ganz kurz, liebe Leute. Das erinnert mich an die Hexe bzw. die Witches aus Left 4 Dead, die rumkreischen und oder mit kleineres Xox A locken. Das scheinen sie wohl ein bisschen übernommen zu haben. Aber okay, gut, dann wollen wir mal. Hoppla. Ups, ein bisschen Nachladen wäre vielleicht nicht schlecht. Kletter doch mal hier bitte rüber. Ja, Ding Dong, the Witch is dead, müssen wir gleich feiern. Und die Feier müssen wir uns verdienen für Ding Dong, the Witch is dead. Gut, die Earlys. Dann brauche ich einen Verband. Ja, die Munition holen wir uns dann nicht erst, wenn sie kurz vor knapp ist. Okay, die Kreischerin ist jetzt allerdings fort. Wo die hier ist, weiß ich nicht. Die hat sich wahrscheinlich verpisst, ne? Oh, okay. Pff. Na gut. Aber irgendwo sappert's und krächzt hier noch kräftig herum. Und hier muss irgendwo was sein. Hier vibriert auch der Controller wieder ein bisschen. Okay. Ah, da. Okay, was ist das? Okay. Was haben wir denn da? Schnapsfläschel. Na, also. Bierflasche. Ja. Erst da lang. Verdammt. Oh, halte mal den Gaul auf. Er will nach Hause. Ah, das ist die. Warte mal. Zu Fuß. Er kann nicht weit sein. Das war mit dem Kopfschuss erledigt. Ah, die lebt ja noch. Wie die sich bewegt. Kotze Scheißvieh. Pfui Deivel. Kreischer hießen die. Okay, Kreischerohr gibt's noch. Okay, jetzt können wir auch die Munition abpetzen nochmal, die wir hatten. Warte mal. Ja, die Basie brauche ich jetzt nicht, aber da war noch irgendwo Munition, die ich abstauben kann, ne? Mhm. Dann würde ich das sagen, wir grabben uns jetzt gerade noch die Muni. Wo ist dann die... Hier nicht. Das war eine andere Kruscht. Hm. Okay. Dann war das hier, glaube ich, ne? Ne, das war nur Kantholz mal wieder. Alter, vorhin bin ich ja über jede scheiß Muni gestolpert. Und jetzt finde ich plötzlich nichts mehr. Ah, da. Dummkopf. Ja, ein bisschen Sturmgewehr und Präzisionsmuni gibt's. Jö, dann folgen wir doch mal deine lustige Fußspur vom Botzer. Ich brauche mein Bike. Ah, okay. Okay, dann brauchen wir halt das Bike. Osa, Osman. Hey, Dick. Wie geht's, Bruder? Du sagtest, du bist auf der Farm. Da war ich gerade und du bist nicht auf der Farm, Busa. Farm. Dick, ich bin bei der anderen Farm. Ich, weißt du, ich habe ein Sixpack gefunden und wollte etwas raus, verstehst du? Ein kleiner Spaziergang bei Sonnenuntergang. Also bin ich zur anderen Farm gegangen. Ja. Und McDonald's. Ach du Scheiße. Farm. Okay, du bist andere Farm. Lauter Krabbel. Was machst du? Drecksviecher. Ekelhafte Drecksviecher. Ich suche die verlassene Scheune. Voll in der Arsch. Das war nicht so der Feinste, ich weiß. Aber für die verballer ich keinerlei Gewehrmuni. Die machen wir so alle. Und wenn die ihr hässliche Köpfe rausstrecken, dann mache ich es so platt. Okay, ein paar von denen trauen sich auch runter. Das sind so die ganz besonders edle Unterdenner. Volltreffer.
Komm schon. Ach, die Geräusche. Hups. Das lockt jetzt ein paar andere Freaker wahrscheinlich, ja. Der streckt doch noch seine hässliche Rieb runter. Und weg. Okay. Was ist das? Ach, warum muss ich dir mal das blöde Lied Snuff Machinery denken? Das ist das. Dum, 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 dum. Ach ja, Lord of the Weed und so. Okay. Da kommen wir aber allerdings nicht hoch, habe ich das Gefühl, ne? Da kann ich mir die andere Ohren natürlich nicht schnappen. Aber mir ist es persönlich lieber, wenn die tot sind, die Krabbler. Ich habe die nämlich sehr ungern in der Nähe. Das kann hässlich werden mit Una. Okay. So, dann gucken wir uns hier jetzt nochmal um in aller Ruhe. Du war auch was. Genau, daneben war schon wieder Indiz. Na gut. Wo? Mehr Bierflaschen. Leer. Mhm. Mehr Spuren. Richtung okay. Farmhouse. Ist nicht in der Scheune. Farmhouse. Ja. Schon klar, eine Scheune. Oh, Mann. Oh, was liegt dann hier? Ah, okay, das ist der Kompost. Ich hab gedacht, das wäre ein Hasekäfig oder sowas. Okay, okay. An sich ganz nett gemacht hier mit der Stelle als Begrenzung. Gibt dem Ort auch wieder einen individuellen Touch. Okay, ist das hier die Schwarzbrennerei oder was? Auf jeden Fall ist da in der Badewanne nichts Gutes mehr gewesen. Komme ich da irgendwie hoch? Das würde mich etwas interessieren, um ehrlich zu sein. Aber anscheinend muss ich hier rein. Wir machen wohl alles Taschenlämpel. Usa, bist du hier drin? Usman. So, wechseln wir nochmal kurz. Jo, da geht's auch nur raus und rein. Ja, gerade was das hier angeht mit einer verstaubten Flachbildfernseher mit einer klassischen Couch. Also gerade das sind die Sachen, die mich so stark an The Last of Us erinnern. Oben. Hm. Ja, die hätten mal tatsächlich noch ein Problem gemacht, die Scheißkrabbler. Wenn ich die nett erledigt hätte, aber offenbar habe ich hier Ohren schon eingesammelt. Hm. Warum nicht? Okay. Ja, die hätten mal noch Probleme gemacht. Gut, dass ich die vorher erledigt habe. Na, da hat ein bisschen Brecherle gemacht. Und nach einer Bierflasche. Das Bett ist nass. Oh. Ich frag lieber nicht. Mhm. Busa, wo bist du? Bus! Nick, ich dachte, du kommst und wir trinken Bier und gehen ein Stück. Busa, verdammt, wo bist du? Sieh dich einfach um und sag mir, was du siehst. Was ist da? Gib mir was Auffälliges oder so. Ich sagte doch. Sieh dir das an. Sieh dir was an, Busa? Was ist da? Die Straße, die... Die Straße, wow, sie ist weg, als ob sie irgendwer, keine Ahnung, einfach weggespült hat. Oh Gott. Die Straße ist weg? Oh ja, als hätte irgendwer einfach weggespült. Weg. Ach, die Scheiße ist ja voll. Und laufe. Jetzt ist die Straße einfach weg. Wo gehst du hin, Busa? Nach Hause. Da gehe ich hin. O'Leary Mountain? Bleib einfach da, ja? Bleib, wo du bist. Such dir ein Versteck, bis du mein Bike hörst. Ich komme. Yo, O'Leary Mountain. Ich will mich nicht verstecken. Ich gehe nach Haus. Nick, nach Haus. Verdammt, Busa. Okay. Er kann nicht weit sein. Wo war die Straße nochmal kaputt? Sonst ist es. Noch eine Bierflasche. Hei, hei, hei. Okay. Das muss er sein. Was war denn das hier, ne? Ah, geht doch. Und wo ist er hier marschiert?
Oh Mann. Ich hasse das. Was haben wir hier? Dieses blöde Verschlucker. Jetzt habe ich dich. Stiefelabdrücke. Bingo. Okay. Ah, da kann ich ja was aufsammeln. Oh, lass uns Pilze pflücken. Okay, dann fahren wir mit unserem Bike doch mal hier. Usa, hörst du mich? Ich bin gleich da. Ich bin deinen Spuren gefolgt. So wie du es mir gezeigt hast. Usa, komm schon, Mann. Bleib, wo du bist. Okay, ja? Das ist ein bisschen weiter weg noch. Aber. Warte mal. Das sieht mal auch wieder noch so ein Gebiet aus, wo ich als Bandit und Raider definitiv Falle stelle würde. Aber das ist nur so meine persönliche Ansicht. Gibt es anscheinend noch was ich flattern kann? Ich glaube, den Kamerad hier, ja. Gibt noch eine Schwärmeruhr und hier gibt es wahrscheinlich noch irgendein Medikit. Ne, doch nicht. Ich brauche mein Bike. Okay. Also hier ist noch Käferfalle. Aber da vorne bei dem anderen Ding steige ich auch nochmal vorsichtshalber ab. Das stinkt ja eigentlich schon noch. Engpassfalle. Ganz langsam und vorsichtig fahre. Nochmal umgucken. Gegebenenfalls flattern. Ne, geht nicht. Okay. Naja, hätte ja sein können. Wenn ich mal vorsichtig bin, ist normalerweise nie was. Und wenn ich unvorsichtig fahre, dann lande ich in garantiert in jeder Fall. Jawohl, Schrott brauche ich. Auf jeden Fall. Kennt man ja oder Klassiker, ne? Wenn vorsichtig bist, passiert gar nichts. Und wenn unachtsam bist, wirst du sofort mit voller Härte bestraft. Gut. Moment. Polizeiware ist immer gut zum Knacken für Muni. Gibt's auch ein bisschen was noch? Yo, gibt auf jeden Fall wieder 20 Pistole-Muni. Das ist doch super. Dann schauen wir mal. Wo sind wir eigentlich? Ah ja, okay, hier. So, mal gucken, ob jetzt... Ah, da ist er. Da ist er. Der Old MacDonald. Kleiner Abendspaziergang. Ich? Wie geht's dir, mein Freund? Usa, wo willst du hin? Nach Haus. Da will ich hin. Wir können nicht zurück nach O'Leary Mountain. Nein, ich gehe nicht nach O'Leary Mountain, sondern Farewell. Oh, Scheiße, komm schon, wir müssen dich... Solltest du lieber nicht tun, Bruder. Du willst mir eine reinhauen? Schön, dann reite ich ein. Los. Oh, Scheiße. Dann los! Okay. Das ist es also. Das soll unser Ende sein? Nein, von nein, so läuft das nicht. Hä? Usa, hä? Ich. Usa? Als damals deine Lady starb. Was habe ich da gesagt? Was habe ich gesagt, hä? Du hast dich voll abgeschossen mit Whisky. Wolltest dich zu Tode saufen. Was habe ich da gesagt? Du hast die Flasche ausgekippt, Mann. Eine verdammte Verschwendung. Und du hast mir gesagt, wenn ich mich wirklich tot saufen will, dass du dann dabei bist. Alle für einen. Also wie gesagt, Busa, war es das jetzt? War es das? Ist das unser Ende? Schön, verschwinden wir von hier. Ach du Scheiße. Los, los, los! Ich mach ja! Dann mach schneller! Gut, die Horde kommt. Die ist uns hinterher. Autowracks! Ich seh sie, Busa! Noch hier der Bus gerammt. Leider, zum Glück nur gestreift, nicht leider nur gestreift. Will ich wissen, wie es im Hintergrund aussieht? Ja, ich will's wissen. Oh Gott. Ja, die ganze Horde ist uns hinterher. Oh, ich seh sie, Bruder. Warte mal, ja, noch Lost Lake muss ich. Oh, fuck. Wenn ich da jetzt eine harte Hieb bring noch Lost Lake, ne? Das war der letzte. Okay. Ja, jetzt sind wir sicher. Gut, ich weiß, wusste die ganze Zeit. Immer hier habe ich sie nicht angelockt und noch Lost Lake Usa, führt. Hör zu. Ich wollte nur sagen, danke, Mann. Ehrlich.
Boozer, hör mir zu, verdammt. Ich bin hier raus und du hast mir den Arsch gerettet. Mal wieder. Wirklich. Ich schulde dir was, Bruder. Nein, Boozer, ich schulde dir was, okay? Wenn du nicht wärst, dann wäre ich schon längst tot. Oder schlimmer. Hast du nicht gesagt, nichts ist schlimmer als der Tod? Ja, da lag ich falsch. Gut, dass die ihr Bromance noch so gut aufrechterhalten, die zwei. Ist doch klar. Oh, scheiße, ja. Irgendwo wartet ein Bett auf mich. Na gut, Bromance for Life ist gerettet. Schauen wir mal, wie es weitergeht bei Denner. So, er säuft sich tot zu 36%. Gib wieder beim Eisemichel Vertrauen. Ich glaube, wir sind ein Rang aufgesticker. Das ist kein Leben zu 19%. 42% bleibt bei deinen Freunden. Vertrauen erhöht. Eisemichel Stufe 2. Perfekt, das schreit er noch um Einkaufstour. Moment, wenn ich mein Bike auftanke und Pipapo mache, dann landet das ja sowieso wieder bei der Werkstatt. Dann nutzen wir doch die letzten 4 Minuten, die wir noch haben. Was? Wie geht's dir? Und machen noch ein bisschen Einkaufsbummeln, ne? Da haben wir schon alles. Ah, das können wir uns jetzt kaufen. Die Satteltaschen 2. Dick, hast du ihn gefunden? Ja, Ricky. Holen wir uns. Gib mir Muni. Sagen wir einfach, er wird morgen einen höllischen Kater haben. Einen Kater. Gut, ich werde dran denken, wenn ich morgen früh um 6 bei ihm. Bessere Tank? Ja, Gott sei Dank. Das hat er verdient. Dick, ich bin froh, dass es ihm gut geht. Bessere Rahmen, dass ich nämlich so viel gegen die Sache prall. Federung. Auch wieder, um den Schaden zu reduzieren. Mehr Lachgas. Hey, dein Bike sieht jetzt gut aus. Perfekt, dann haben wir noch länger einen Geschwindigkeitsboost und verbessert die Traktion. Komm, die holen wir uns beide. Gönnen wir uns beide. Ja, Trophäe erhalten in Silber, warmer Regen. Wahrscheinlich, weil ich die alle jetzt gekauft habe, die Räder. Und hier können wir uns für 800 noch die Gabelgönner. Perfekt. Jetzt haben wir doch alles hier gemacht. Du fehlt für der Rama jetzt nur noch ein besseres Ding, dass die Schadensmenge nochmal besser aufgenommen werden kann. Also mehr Schade. Schlucker. Hier brauche ich noch ein bisschen Satteltasche, damit ich noch mehr Muni aufnehmen kann. Ja, perfekt. Warte mal, an der Stelle. Hat es aber ganz schön nochmal geruckelt. Bei 50 Cent tankt man nochmal auf. Ich krieg nachher was rein, komm vorbei. Dann schauen wir nochmal, dass wir unser Beute vertickt kriegen. Alter, wie das gerade ruckelt. So, alles verkaufen. Joseph, der weltbeste Beutehändler. Kommt nämlich noch ein bisschen Kohle rein. Okay, bis bald. Der Händler noch nicht. Da gehen wir erst mal in die Küche. Ich glaube, die hat auch schon seit Wochen nämlich geschlafen. Ich glaube, ich habe den ewig nämlich geschlafen lassen. Okay, hier verticken wir noch ein bisschen was von deiner Kräuter. Können ja auch nicht schaden. Das war's. Und ansonsten bei der anderen haben wir auch alles vertickt, was wir hatten. Da können wir nochmal gucken, was wir alternativ noch beim Händler kriegen, beim Waffehändler. Wegen Boozers Arm trifft dich mit Ricky. Okay. Das können wir dann wahrscheinlich in der nächsten Episode in Angriff nehmen, weil jetzt möchte ich erst nochmal gucken, was ich hier hole kann für schöne Sache. Kann ich dich was fragen? Kann ich Nein sagen, Blair? Was willst du mich dann fragen? Nein. Soll Streit gegeben haben zwischen Skizzo und Iron Mike. Die kann ich mir leider nicht holen. Weißt du, was da los ist? Brauche ich Vertrauensstufe 3. Ich habe gehört, dass Skizzo das Camp übernehmen will und solchen Quatsch. Hör zu, glaub nicht alles, was erzählt wird, okay? Schon mal was von alternativen Fakten gehört? Nimm das nicht ernst, okay? Das macht einen nur irre. Okay. Das Ding ist beispielsweise ein bisschen besser, die SWAT 10. Crowdbreaker, das ist eine Flinte, das heißt, das geht nicht so gut, mit einer Flinte arbeite ich nicht so gern. Das sieht mal auch noch im Gewehr aus, aber ich glaube, warte mal, so im Vergleich. Mannstoppwirkung ist hier auch besser. Magazin ist auf 30 erhöht, Feuerrate ist ein bisschen besser, Präzision ist ein bisschen besser und das Schade ist... Was?
wirklich ein bisschen besser. Ich glaube, ich nehme tatsächlich, ja, Durchschlagkraft. Ja gut, das fehlt denn beide. Allerdings ist das auf 15 reduziert. Dafür das Schade ein bisschen besser. Ich glaube, ich nehme die erstmal, die SWAT 10. Es gibt eine 30 Tage Geld zurück Garantie, solange du es niemals wiederbringst. Genau. Okay. Warte mal, die SWAT 10 hätte ich ganz gerne jetzt mir nochmal angeguckt. Jo, die habe ich jetzt. Da passen 30 Schuss pro Magazinreihe statt 25 wie bei meinem anderen Ding und 200 insgesamt. Dann gönnen wir uns noch Munitionssatteltasche. Ja gut, füllen wir auch auf. Für den Weg, das kann alles nicht schade. Handfeuerschalldämpfer holen wir uns, der Primärschalldämpfer und der Spezialschalldämpfer. Perfekt. Dann kann ich jetzt auch Blendgranate kaufen. Für 100 Cent, also für einen kühlen Dollar im Prinzip. Holen wir uns einmal. Sehr gut. Kann bestimmt nicht schade. So, jetzt haben wir im Prinzip unser ganze Kohleausgabe beim Eisenmichel. Für all die nützliche Sache, die wir so haben können. Dann bringe ich jetzt hier nochmal Schalldämpfer an. Und die Zarie, liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Wo wir dann mit Ricky sprechen werden bezüglich Boozer. Und zwar ist das wieder die... Genau, das ist kein Leben-Quest. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.